Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus mit Hannover 96. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode. Mal sehen, ob die Sonntag oder am Montag kommt. Weiß noch nicht so ganz genau, wie ich es mit der Zeit hin schaffe. Aber wir spielen heute gegen Borussia Mönchengladbach, was auf jeden Fall eine spannende Partie werden wird. Das Hinspiel in Realität 3-0, glaube ich, war es verloren. War nicht so sonderlich schön. Danach geht es noch für in dieser Episode gegen Dortmund und gegen Eintracht Braunschweig im Pokal. Eieieiei. Okay, wir spielen also das Derby, das Niedersachsen-Derby in dieser Episode. Das ist natürlich jetzt mal eine Überraschung, aber von mir aus. So, wir schauen uns unseren Kader an. Albornoz bleibt da, wo er ist, auch wenn der angeblich im Formtief ist. Kommt mir persönlich nicht so vor, aber von mir aus soll das da gerne stehen. So, was ändern wir noch? Eigentlich müssen wir nicht viel ändern. Ich glaube, aber wir nehmen Hoffmann mal raus. Und Andrösen, Andrösen tendenziell eher nicht. Vielleicht geben wir Gülsler mal eine Chance, oder? Nee, ich glaube, wir lassen das mal so mit Schmiedebach da. Prip können wir rausnehmen, Bernat wieder reinbringen, aber ich glaube, den wechsle ich lieber ein. Aber wobei, vielleicht könnten wir... doch nicht. Wir lassen das einfach so. Das hat letztes Mal ganz gut funktioniert und wird es dieses Mal hoffentlich auch wieder. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in ein Spielchen gegen Gladbach. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Die Borussia zu Gast im Niedersachsenstadion, im alten Niedersachsenstadion in der HDI Arena bei Hannover 96, die momentan nicht richtig in die Spur kommen und jetzt stehen wichtige Wochen an. Zunächst einmal gegen die Fohlenelf, danach gegen Borussia Dortmund und dann im Pokal gegen den Erzrival Eintracht Braunschweig. Momentan auch auf Platz 9, Gladbach nur auf Platz 10, auch schwach in die Saison gestartet. Hannover erst mit einer Niederlage, aber Gladbach wollte denen heute die zweite zufügen. Die Choreografie, von den gespaltenen Fangruppen nicht ganz vollständig ausgeführt, was auch verständlich war, aber die Mannschaft wollte sich nicht davon beeindrucken lassen und wollte hier gegen starke Gladbacher, zumindest auf dem Papier, einiges zerreißen. Kapitän Stindl und Zieler waren so ziemlich die Leitwölfe bei Hannover. Auf der anderen Seite gab es unter anderem Martin Stranze, den Kapitän, den sehen wir hier, der wollte seine Mannschaft nach vorne peitschen und wir schauen einfach mal direkt, wie das Ganze gelungen ist. Neben ihm Jan Sommer, der Torwart, der bekam in den ersten Minuten nicht besonders viel zu tun. Erstmal kam Borussia Mönchengladbach nach knapp 10 Minuten nach vorne. Raphael mit dem Ball nach außen auf André Hahn. Der Neuzugang von Augsburg macht das außen gut gegen Albornoz. Kommt wieder zu Raphael der Ball. Der setzt sich da klasse durch. Spielt ihn in der Mitte auf Max Kruse. Kruse mit dem schwachen rechten Zieler wird ab und da ist Raphael 1:0. 12. Spielminute, die frühe Führung für die Borussia. Bedingt durch das Abklatschen von Zieler zur Seite. Dann passt Albornoz nicht richtig auf und Raphael ist da. Also 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Hannover versuchte zurückzukommen über Briand und José Lu. Kriegt den Ball in der Mitte, setzt sich klasse durch gegen Ruhl Brauers. Und im Endeffekt ist es ganz knapp vorbei am Tor von Jan Sommer, fast der Ausgleich durch den Spanier. Es ging weiter mit Chancen von Hannover. Vierinha mit der Flanke. Bittencourt mit dem Kopfball. Der ist der kleinste Spieler bei Hannover. Schafft es hier trotzdem ins Kopfballduell zu kommen. Es bleibt allerdings beim 0:1. Und dann kam wieder Gladbach nach vorne nach der Drangphase von 96. Havard Nordfeld bekommt den Ball und er zieht einfach mal drauf. Zieler schwach. Marcelo schwach. Ja, dann ist auch Albornoz schwach und im Endeffekt ist Raphael da. 2:0 nach gerade mal 40 Minuten. Das Spiel war quasi gelaufen. Gladbach gnadenlos effektiv und das war einfach hinten zu schwach. Bittencourt war es nicht, Albornoz, der den Ball letztendlich vertändelt. Marcelo vorher schon, muss den Ball wegschlagen, schafft das nicht und der kleine Bittencourt dann auch nicht mehr. Im Endeffekt also 2:0 und Hannover versucht hier irgendwie zurückzukommen. Noch vor der Halbzeit, José Lu macht das hier klasse gegen die Verteidigung, setzt sich gut durch, der Schuss gegen den Pfosten. Es wollte einfach nicht sein bei Hannover 96. Und in der zweiten Halbzeit spielten sie weiter nach vorne, versuchten alles. José Lu auf Bittencourt, die Flanke auf Edgar, Pripp mit dem Kopf und Sommer ist da. Es blieb beim 0:2 aus Hannoveraner Sicht. Obwohl sie das bessere Team waren, lagen sie hier zurück und sie kamen im Endeffekt nicht mehr, ja, zwingend nach vorne, zumindest auch Gladbach nicht zwingend nach vorne. Das Spiel verflachte, aber die Chancen waren auf Hannovers Seite, wenn sie auch nicht sonderlich gut waren. Hier nochmal Bittencourt in der 90. Minute. Leichte Arbeit für Jan Sommer und das war's von dieser Partie. Hannover verliert also gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause mit 0:2. Ja, die Borussia kann glücklich sein, dass sie hier 2 Tore früh gemacht hat, sehr effektiv war und Hannover seine Chancen nicht nutzen konnte. Damit zieht Gladbach vorbei an Hannover und die rutschen ein bisschen weiter unten rein. Die müssen in den nächsten Wochen wieder sich zurechtfinden. Ansonsten rutschen sie in den Abstiegskampf und da will man mit Hannover 96 definitiv nicht hin. Ein ganz bitteres und nicht sonderlich verdientes Niederlägchen da für uns mit 0:2. Leider den Ball nicht ins Tor bekommen, was bitter ist. Jetzt sind wir mittlerweile auf Tabellenplatz 11. Zwar immer noch auf Schlagdistanz, sogar zu den internationalen Plätzen, weil wir sind ja auch erst 8 Spiele drin, aber trotzdem muss jetzt langsam mal wieder ein Sieg her. Und jetzt gegen Dortmund im Pokal, gegen Dortmund und dann im Pokal gegen Braunschweig wird es nicht unbedingt einfacher. Miller wollte spielen, warum auch immer er glaubt, dass er gegen Ziele anders eine Chance haben könnte, aber von mir aus soll er das denken. Es geht jetzt weiter gleich mit dem Spielchen gegen Dortmund. Und das müssen wir eigentlich gewinnen. Das ist das Traurige, wir müssen es eigentlich gewinnen und das wird nicht passieren. Zumindest ist es sehr unwahrscheinlich, meiner Meinung nach, dass das passieren wird, denn Dortmund ist halt ein sehr starkes Team, gerade in FIFA. In Realität haben wir das Spiel gewonnen, ja, das ist wohl wahr, aber naja, in FIFA ist das immer nochmal
ein bisschen was anderes. Leon Andreasen hat Heimweh, er soll ihn nicht so anstellen. Der lebt seit 10, 20 Jahren gefühlt in Deutschland, also bitte. Spielt sogar jetzt mal gegen Dortmund. Bernat kommt rein für Prip. Sané geht raus, Hoffmann kommt rein. Ja, wir brauchen... Ja, okay, Jakunan ist wieder fit. Das heißt, Briand kann rausgehen und kommt auf die Bank für Salif Sané. So, das ist unsere Aufstellung. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. Ich hoffe gut und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Und bis gleich. Der letzte Sieg von Hannover schon Ewigkeiten her und jetzt ging's in den Signal Iduna Park zu Borussia Dortmund. Das Stadion natürlich ausverkauft und was für eine Stimmung natürlich hier herrschte. Die gelbe Wand war in absoluter Beststimmung und das ganze Stadion in der Choreografie verwickelt. Abgesehen vom Gästeblock, der Tabellendritte aus Dortmund wollte gegen den 11. aus Hannover 7 Punkte Vorsprung rennen. Diese beiden bereits natürlich glänzen und ein richtig schönes Spiel zeigen. Dementsprechend 3 Punkte mitnehmen und weiter oben dranbleiben an den internationalen Plätzen, an der Champions League und eventuell sogar an der Meisterschaft, weil er sich statt Bayern ja relativ weit vorne jetzt schon zu Beginn der Saison. Das wollten sie tun mit einer Elf, die deutlich stärker war als die von 96, noch in deutlich besserer Verfassung. Bei Hannover nur Spieler auf dem Rasen, die in den letzten Wochen nicht sonderlich gute Leistungen gebracht haben, beziehungsweise unglücklich agierten. Und bei Dortmund, naja, da waren sie deutlich glücklicher. Zieler, der Torwart, war eventuell noch der beste bei Hannover 96. Er mit wenig Fehlern, aber gegen Gladbach zuletzt mit einer nicht ganz so guten Partie. Und heute gegen Dortmund, wir schauen mal, wie das Ganze lief. Bender war ins Mittelfeld zurückgekehrt bei Dortmund nach Gelbsperre. Nach 8 Spieltagen ist das was Besonderes. Allerdings versuchte er direkt mal, ja, seinen Einfluss zeigen zu lassen. Hier mit dem Ball auf Blaschikowski. Immobile ist dann frei. Der Schuss gegen den Pfostenzieler wäre chancenlos gewesen. Und Marcelo klärt im Endeffekt Dortmund aber deutlich stärker in der Anfangsphase und kam weiter nach vorne mit Bender auf Kagawa. Der mit der Hacke auf Immobile und wieder knapp vorbei. Der Italiener arbeitete an seinem Tor gegen Hannover 96 und er wurde im Endeffekt belohnt. Kagawa geht hier über außen, macht das gut gegen Hoffmann. Schmelzt er nochmal zurück auf den Japaner. Der auf Bender die schwache Flanke und dann ist Immobile da. 1:0, 30. Minute. Die Frage ist, was macht Ron Robert Zieler, den darf er niemals in die Mitte abklatschen lassen, den muss er festhalten. Keine gute Flanke eigentlich von Manni Bender und im Endeffekt ist Zieler dann zu schwach, diesen Ball abzuwehren. Marcelo steht nicht richtig und es steht 1:0 für Borussia Dortmund. Die kam vor der Halbzeit nochmal zu einer Chance. Kagawa mit dem Ball auf Reus, dann geht der Ball erstmal gehalten von Zieler. Bender setzt nach, wunderbar wieder auf Reus und wieder ist Zieler da, diesmal mit einer wichtigen Parade gegen den deutschen Nationalspieler. Macht das hier klasse. Ja, in der zweiten Halbzeit ging es weiter mit Dortmund-Action, wieder Zieler gegen Reus. Jetzt hat er sich ein bisschen ins Spiel reingefunden, allerdings, naja, Dortmund deutlich überlegen. Hannover kam selten nach vorne und wenn, dann fehlte es ihnen an Ideen. Hier mal Jakuna nach knapp 60 Minuten geht durch und im Endeffekt dann zu verspielt, findet nicht den Mitspieler und verliert den Ball mit einem Foul, dann im Endeffekt sogar noch gegen Robert Piszczek, nicht gegen Robert Piszczek, gegen Piszczek, Lukas Piszczek und naja, allgemein gab es wenige Chancen. Dann mal nach knapp 67 Minuten die Chance nach einem Foul von Marcel Schmelzer gegen Jimmy Briand. Das war nicht sonderlich gut vom deutschen Linksverteidiger, das hätte auch rot geben können, von hinten in die Beine, Briand wäre eventuell durch gewesen, aber gelb ist da angemessen. Stindl versucht es nach 69 Minuten, der ebenfalls fast Nationalspieler ist, wurde ja zumindest in den erweiterten Kader berufen von Trainer Joachim Löw, scheitert hier am Pfosten, Hannover also unglücklich, allerdings kamen sie nie wirklich zwingend nach vorne aus an der Situation, und unentschieden wäre nicht dem Spielverlauf entsprechend gewesen, erst in den letzten Minuten wirklich kamen sie weiter nach vorne, die Flanke auf Briand zu ungenau und allgemein war das das Problem bei Hannover, die kamen nicht durch gegen die Defensive von Dortmund, die dann auf Zeit spielten, Bender hier an der Eckfahne gegen Albonos macht das klasse, zieht so viel Zeit raus, Reus hat es vorher auch schon versucht, die gelbe Wand natürlich damit sehr zufrieden, denn eine Führung nimmt man gerne mit. Es gab sogar noch eine Chance für Hannover. Jimmy Briand macht das klasse gegen Schmelzer. Der hatte nicht seinen besten Tag erwischt. Allerdings konnte Hannover das nicht ausnutzen. Sieht hier nach vorne. Marcelo ist der einzige Mitspieler. Spielt hier einen schwachen Pass auf Bittencourt. Die Szene geklärt. Der Ball kommt nochmal in die Gefahrenzone durch Andreasen. Stindl dann nochmal mit dem Ball in die Spitze. Nochmal Jimmy Briand setzt sich durch gegen Hummels. Der kriegt hier noch den Ball, aber nicht mehr entscheiden. Und im Endeffekt verzieht Briand wahrscheinlich irritiert durch das Bein von Hummels. Und es war die letzte Chance der Partie. Hannover 96 schafft es also nicht gegen Borussia Dortmund zu gewinnen, beziehungsweise einen Punkt zu holen. Borussia mit einem glücklichen Sieg im Endeffekt. In den letzten 20 Minuten, ja, es war wohl verdient, es war knapp, aber wenn man erst in den letzten 20 Minuten richtig anfängt, Fußball zu spielen, hat man es aus Sicht von 96 auch nicht verdient. Dementsprechend 3 Punkte für Dortmund und keiner für Hannover 96. Es will bei uns momentan nicht so wirklich laufen, auch gegen Dortmund wieder eine Niederlage, die nicht unbedingt verdient war, aber wenn man erst in den letzten 20 Minuten, wie gerade schon gesagt, ja, nach vorne spielt, dann ist es nicht verwunderlich. Ich kommentiere das gerade Ganze übrigens, das Ganze gerade andersrum, wieder mal nach. Das Spiel gegen Braunschweig wird es in der nächsten Episode aus Zeitgründen geben. Ich denke mal, ihr merkt es momentan, der Upload ist nicht so konstant, was einfach daran liegt, dass ich in eine sehr stressige Phase in der Schulzeit gerade komme und allgemein nicht so viel Zeit habe. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Naja, aber auf jeden Fall muss dann gegen Braunschweig ein Sieg her. Wir versuchen es im Pokal natürlich und ich hoffe, dass uns das gelingen wird. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ihr alles trotzdem Daumen nach oben da, trotz der 2 Niederlagen, ich denke mal, das kann man trotzdem vereinbaren. 500 Likes wären richtig geil. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal trotzdem wieder, zum 6. Mal trotzdem jetzt in diesem Satz. Aber egal, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.